Hier geben Sie uns zwei Strings, S und T, über demselben Alphabet. Gesucht sind alle Vorkommen von T in S. Konkretes Ergebnis soll eine geordnete Sequenz R sein, Every Result, in der die Anfangspositionen aller Vorkommen aufsteigend gespeichert sind. Wir verwalten also die Inputs S und T und den Output R. Zusätzlich verwalten wir eine geordnete Sequenz I wie Intermediate für die jeweils aktuellen Kandidaten. Der Algorithmus geht einmal von vorne bis hinten durch S. Da das erste Zeichen von S hier zufällig auch das erste Zeichen von T ist, ist Position 1 schon ein Kandidat. Auch das zweite Zeichen von S ist gleich dem zweiten Zeichen von T, sodass Position 1 weiterhin ein Kandidat bleibt. Jetzt ist das dritte Zeichen auch noch zufällig identisch. Damit ist der Kandidat vollständig und seine Anfangsposition, die 1, wird in R gespeichert. Durch das vierte Zeichen haben wir zufällig gleich wieder einen Kandidaten. Aber gleich das nächste Zeichen passt nicht mehr, sodass der Kandidat gleich wieder aus I entfernt wird. Natürlich kein neuer Kandidat. Jetzt aber wieder ein neuer Kandidat. Zweites Zeichen stimmt auch, also weiterhin ein Kandidat. Jetzt auf einmal zwei Kandidaten auf einmal. Da der erste Kandidat aber vollständig ist, ist er nach dieser Iteration nicht mehr in I, sondern schon in R. Der andere Kandidat bleibt. Und noch einmal ein vollständiger Kandidat. Und damit ist der Algorithmus zu Ende. Nein, natürlich nicht. Dies hier ist ein sehr einfach konstruiertes Gegenbeispiel. Man sieht, wie es überhaupt zu größeren Mengen I kommen kann, nämlich wenn es Präfixe von T gibt, die mehrfach in T auftreten. Natürlich kann I nicht beliebig groß werden, nicht größer als die Länge von T. Denn mehr als Länge von T viele unterschiedliche Präfixe kann T selbstverständlich nicht haben. Gegeben sind zwei Strings S und T über demselben Alphabet. Gesucht sind alle Vorkommen von T in S. Ein Vorkommen von T in S ist ein Substring von S, der identisch mit T ist. Kodiert werden soll das Ergebnis als eine Sequenz, in der die Anfangspositionen aller Vorkommen von T in S in aufsteigender Reihenfolge enthalten sind. Der Algorithmus ist iterativ. Nach I größer gleich 0 Iterationen gibt I die aktuelle Position in S an. Die Ergebnissequenz groß R besteht in diesem Moment aus allen Vorkommen von T in S, die vollständig im Indexbereich 1 bis I von S liegen. Hilfssequenz groß I besteht aus den Anfangspositionen aller momentanen Kandidaten in aufsteigender Reihenfolge. Ein Kandidat ist ein Präfix von T, das zugleich Suffix des Substrings von S mit Indexbereich 1 bis I ist. Diese Invariante garantiert, dass am Ende, wenn I gleich der Länge von S ist, die Ergebnisliste genau aus allen Vorkommen von T in S besteht. Nicht mehr und nicht weniger. Damit die Invariante von Anfang an gilt, sind beide Sequenzen zu Beginn leer. Um die Invariante durchzuhalten, wird in der ithen Iteration geschaut, ob der längste Kandidat ganz T ist. Falls ja, kommt er nach groß R. Danach wird groß I anhand des aktuellen Zeichens von S aktualisiert und fertig. Anzahl der Iterationen ist gleich Länge von S. Die Hilfssequenz groß I enthält maximal Länge von T Positionen. Daher ist die Laufzeit im Worst Case asymptotisch Länge von S mal Länge von T.